Wir haben ja vor 2 Wochen in dem ersten Webinar zum Thema schon grundlegend über Kompressoren geredet. Falls jemand das verpasst hat, das gibt es tatsächlich auch schon auf YouTube. Das heißt, man kann das einfach nachgucken. Da haben wir so ganz grundlegend erklärt, wie so ein Kompressor funktioniert, auf was man achten muss, wie diese dreistufige Verdichtung funktioniert, warum das so warm wird, was da noch so alles rausgefiltert wird und in welchen verschiedenen Abschnitten. Und wir wollen heute jetzt ganz praktisch erklären, wie man denn nun Flaschen füllt. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht für sämtliche Kompressoren dieser Welt das erklären können. Das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern üblicherweise ist es so, dass wenn man das mit einem so halbwegs hinkriegt, dass es kein Problem ist, das, was man darüber dann weiß, auch auf andere Kompressoren zu übertragen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass so die Anschlüsse ein bisschen unterschiedlich aussehen, dass manche schneller oder langsamer füllen. Aber so die ganz grundlegenden Schritte, wie man jetzt beim Füllen vorgeht, die sind eigentlich immer dieselben. Und deshalb werden wir jetzt ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie man Flaschen füllt, mit so ein paar Randthemen, auf was man wirklich achten sollte. Und wir gucken drauf, wie das geht, wenn ein Dive Center eine Füllkaskade hat, also wie man damit füllen kann. Und werden zwischendrin auch immer mal wieder so ein paar Sachen über Wartungsdinger beim Kompressor mit einfließen lassen, damit sozusagen jedem klar ist, auf was man achten muss, dass das wirklich stattgefunden hat. Wir werden ganz am Ende nochmal so einen ganz kurzen Blick werfen auf Nitrox-Anlagen und auch auf die Frage, ob 300 Bar Flaschen oder ob was sich beim Füllen denn ändert, wenn man 300 Bar Flaschen im Umlauf hat. Erstmal so ganz, ganz simpel eigentlich. Wie klappt das mit dem Füllen? Es ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Habe da so meine Flaschen stehen, die jetzt alle leer sind, mehr oder weniger leer, 50, 60, 100 Bar, was immer noch drin ist. Ganz wichtig, blast zuerst mal das Ventil trocken, schließt die Dinger an, gucken wir uns gleich nochmal durch. Guck nach dem Filter, nach der Filterstandzeit. Jeder Kompressor hat ja diesen abschließenden Filter, den wir schon gesehen haben. Wie lang so ein Filter hält, hängt davon ab, wie viel Material da drin verarbeitet ist. Und wie viel Luft da pro Minute durchfließt. Das heißt, das ist kompressorspezifisch. Das muss man rausfinden für den Kompressor, den man jetzt gerade bedient. Und dann entsprechend den Filter wechseln oder der Person Bescheid sagen, die ihn wechseln kann, wenn die Standzeit überschritten ist. Man sollte aber auf jeden Fall, auch wenn man einfach nur füllt, darauf achten, dass das stimmt. Und wenn den Kompressor nicht kaputt machen will, ein Blick auf den Ölstand. Kommt gleich noch ein Bild dazu. Dann schaut man nach, ob die Ablassventile alle zu sind. Sonst macht es nämlich erstmal Zisch, dreht die Flaschen auf und startet den Kompressor. Ist eigentlich alles nicht kompliziert. Und es gibt eine sehr gute Nachricht zu der ganzen Sache, nämlich, dass man eigentlich so richtig ernsthaft dabei auch nichts kaputt machen kann. Also man muss keine Angst haben vor Kompressoren oder davor, dass man da jetzt irgendwas falsch macht. Das, was passiert, wenn man irgendwo einen Fehler macht, also auch Fehler, die Blödsinn sind, dass der Kompressor gar kein Öl hat und man das nicht mitgekriegt hat, oder dass der gar keinen Filter hat oder die Filterstandzeit hart überschritten ist und man das nicht mitgekriegt hat, das kann halt Probleme mit der Atemluft am Ende machen oder auch eben im Fall des Öls den Kompressor schädigen. Aber wenn man einfach nur irgendeinen kleinen Bedienerfehler macht, also ein Ablassventil ist noch offen oder so, ja, dann passiert dabei nichts. Dann zischt es irgendwo, dann bläst es irgendwo ab. Und dann lässt man sich erstmal alle Zeit der Welt zu suchen, wo es abbläst, behebt das Abblasen und setzt nochmal neu an. Also man kann nicht dadurch, dass man gerade irgendwo was Falsches aufdreht oder so, jetzt in die Luft fliegen oder irgendwas kaputt machen. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, weil viele Leute am Anfang doch einen heiden Respekt vor diesen großen Maschinen haben. Und ein bisschen Respekt ist immer ganz gut. Man sollte nicht seine Hand da reinhalten, wo sich der Motor dreht und so, ne? Und auch nicht mit offenen Haaren darüber stehen, weil das saugt die rein. Aber das ist nicht so, dass man da irgendeinen falschen Handgriff macht und plötzlich ist alles kaputt. Also sowas gibt es nicht. Und ich glaube, das ist ganz gut zu wissen.
Gucken wir mal schrittweise. Wir haben gesagt, am Anfang machen wir, genau, es kam noch eine Frage mit Öltemperatur sollte gecheckt werden. Viele Kompressoren schalten sich tatsächlich automatisch ab, unsere zum Beispiel. Wenn sie das nicht tun, gibt es hoffentlich immer irgendwo eine Temperaturanzeige. Aber die meisten haben inzwischen so einen automatischen Abschalter da eingebaut. Ja. Das erste, was ich eben gesagt hatte, war das Thema, bevor ich eine Flasche anschließe, las ich die Flasche trocken. Das heißt, ich mach mal, dreh mal ganz kurz das Ventil auf, schon mit so ein bisschen Kraft. Also da soll jetzt so richtig schön was raustischen, mal ganz kurz, aber kräftig. Warum das Ganze? Weil auf dem Transport natürlich in das Ventil hier vorne einfach doch wieder ein bisschen Wasser reingelaufen sein kann. Das sehe ich meine Maus gerade. Also hier vorne kann plötzlich ein bisschen Wasser gelandet sein. Und wenn ich jetzt hier natürlich die erste, den Anschluss reinschraube und dann aufdrehe, dann geht dieses Wasser, was sich hier angesammelt hat, einfach rein in die Flasche. Ja, weil hier ist noch so dieser kleine Gang, der ins Ventil reinführt. Und das ist dann zwar jedes Mal nur ein kleines Tröpfchen. Ja, also das ist nicht so, dass man das einmal vergisst und da ist jetzt einmal ein Tropfen Wasser reingekommen und jetzt ist die Flasche kaputt. Aber wenn man das regelmäßig vergisst, dann ist es tatsächlich so, dass man nennenswerte Mengen Wasser in die Flasche kriegt. Es gibt nämlich relativ wenig Wege, wie Wasser überhaupt in eine Flasche kommen kann. Also, dass normalerweise, solange noch Luft da drin ist, drehe ich das Flaschenventil auf. Es macht Wumm, bläst Luft nach draußen. Und dann kann auch kein Wasser rein. Wasser kann tatsächlich erst dann rein, wenn die Flasche leer und offen ist. Also, wenn man eine ganz, ganz, ganz leere Flasche, also leer im Sinne von wirklich nichts mehr drin, längere Zeit offen stehen lässt, dann kann sich langsam nach und nach so ein bisschen einfach Feuchtigkeit da mit reinziehen, wenn sie in einem feuchten Raum steht. Ja? Durch diesen kleinen Gang eben. Ja? Wenn eine Flasche unter Wasser offen und leer ist, aber doch der Regler drauf sitzt, dann muss das Wasser zumindest erst durch den ganzen Regler und durch die ganze erste Stufe durch. Das ist wesentlich schwieriger. Ich würde es jetzt aber auch nicht vollständig ausschließen. Es ist nur üblicherweise so, dass Flaschen unten unter Wasser nicht offen und leer sind. So. Das heißt, üblicherweise kriegt man Wasser dann in die Flaschen, wenn man diese Flasche nicht ausbläst, also wenn man sie einfach nass anschließt und jedes Mal beim Anschließen so einen kleinen Schwung Wasser mit reintreibt. So, das ist relativ häufig und das sieht man tatsächlich bei visuellen Inspektionen auch immer mal, dass relativ neue Flaschen zum Center gebracht werden, wo sie angeguckt werden sollen, wo man so in Spanien hier nach einem Jahr muss das schon passieren und man kriegt manchmal nach einem Jahr schon Flaschen, nagelneu vorher, macht die auf und die sind von innen einfach brutal verrostet, weil die Leute genau das nicht wussten, die immer leer geatmet haben, sie dann offen haben stehen lassen, sie dann vielleicht ein bisschen abgewaschen haben und sie dann nicht ausgeblasen haben. Und dann kommt es zu sowas. Das ist der Grund, warum wir auf gar keinen Fall wollen, dass Wasser in die Flaschen kommt. Also nicht in die Stahlflaschen und auch in die Aluflaschen nur ungern. Bei den Stahlflaschen ist es aber nochmal um Längen ekelhafter. Mit Rost passieren dann zwei Sachen. Das eine ist natürlich, dass das in der Flasche einfach ganz schön eklig ist und man diese Brühe einfach so nicht schön findet und es auch auf Dauer die Flasche zersetzt. Also Flaschen, die so rostig sind wie das hier, die kommen bei der nächsten Inspektion auch nicht mehr durch, die kommen nicht mehr in Umlauf, weil der Rost ja tatsächlich Wandstärke frisst. Ne? Und irgendwann kriegt man das auch nicht mehr. Also irgendwann bleibt auch, wenn man es sauber macht und den Rost wieder entfernt, nicht mehr genug Stahlwand zurück,
dass man damit noch sicher weiter tauchen kann. Das wird bei einer visuellen Inspektion zum Beispiel auch gemacht, dass die Wanddicke gemessen wird. Und die wird halt immer dort gemessen, wo mal Rost war und offensichtlich entfernt wurde, damit man sieht, ob da denn noch genug wirklich stabile Wand und solide Wand da übrig ist. Ne? Das für den Moment Wichtigere ist aber, dass sobald wir Wasser in der Flasche haben, kann dieser Rost, der da jetzt entsteht, die erste Stufe zusetzen. Also das ist genau der eine Punkt, an dem es zu diesem Fehler kommen kann, dass einem der Regler plötzlich gar keine Luft mehr liefert, weil nämlich schon von der Flaschenseite her das Ventil oder dann die Sinterfilter in der ersten Stufe. Meistens geht es durch bis zum Sinterfilter in der ersten Stufe und der ist so dicht zugesetzt vom Rost, dass keine Luft mehr durchkommt. Das ist das Ding, was passieren kann, was dazu führt, dass man beim Tauchen plötzlich keine Luft mehr hat. Ja? Und das andere, was passieren kann, ist, dass hier vom Inneren der Flasche diese Feuchtigkeit selber in die erste Stufe hochzieht. Und gerade bei Tauchen in Kaltwasser kann das dann ein Grund dafür sein, dass die erste Stufe vereist, weil dann ist plötzlich Wasser drinnen, dort, wo es kalt wird, wenn jetzt die Luft rausgenommen wird. Das heißt, es geht jetzt nicht um die Ästhetik, dass wir das hässlich finden, dass die Flasche von innen rostet. Und die unmittelbare Gefahr ist auch nicht, dass die wegen ein bisschen Rost gleich explodiert. Also Flaschen können ganz mächtig rosten, bevor sie so dünn werden, dass sie den Druck nicht mehr halten. Also von außen rostige Flaschen kenne ich sehr gut, weil Flaschenböden gerade, die so Flaschennetze drüber haben oder noch so Gummifüße, die rosten am Boden schon mal ganz ordentlich. Das kann man aber tatsächlich mit Sandstrahlen und neu lackieren und dann doch mal Löcher in die Standfüße bohren und dann doch mal das Netz dann nicht bis unten gehen lassen, kann man das wieder in den Griff kriegen und dann gehen die auch ein paar Jahre, wenn die Wandstärke noch gut ist. Und das ist sie meistens, weil die unten auch ein klein bisschen dicker sind als an der Wand. Ja? Also das heißt, der Rost ist sozusagen, man kann den beheben, aber das Wasser in der Flasche und der Rost, der jetzt gerade wirklich drin ist, der kann uns ernsthafte Probleme machen beim Tauchen ganz konkret. Und das ist sozusagen das noch Wichtigere als die Tatsache, dass langsam aber sicher die Flasche dabei auch ernsthaft kaputt geht. So, jetzt sagt man so schön, okay, dann schließen wir die Flasche da halt an. Und wenn man dann in irgendeiner Basis steht, wo man jetzt eine neue Füllleiste vor sich hat, dann guckt man manchmal wieder ganz komisch, weil man jetzt gerade zu einer Füllleiste kommt, die man so aber noch gar nicht kennt. Es gibt Füllleisten einfach in relativ unterschiedlich. Unten seht ihr so einen Anschluss, wie der möglich ist und wie der relativ häufig ist, der auch einfach sehr, sehr angenehm ist. Es ist immer so, dass der Anschluss, den man mit der Flasche verbindet, der ganz normale DIN- oder auch INT-Anschluss ist, wie wir ihn von den Atemreglern kennen. Also genau dasselbe Prinzip. Wer einen Atemregler an eine Flasche schrauben kann, kann eine Flasche auch an einen Kompressor schrauben. Das ist nichts anderes, in gar keiner Weise anders. Jetzt seht ihr bei dem unten aber noch ein zweites Handrad, das so aussieht wie das Handrad vom Flaschenventil. Und genau das ist es auch. Da ist ein weiteres Ventil vorne in den Füllschlauch eingebaut. Das heißt, wenn das zu ist, bleibt die Luft vom Kompressor im Füllschlauch stehen. Und erst wenn ich das aufdrehe, kommt sie überhaupt bis in die Flasche. Ja? Das heißt, ich muss nicht nur die Flasche aufdrehen, ich muss meistens auch dieses Ventil aufdrehen. Und dann ist da auf der rechten Seite so ein kleines Rädchen. Wir sind hier im unteren Bild. Das ist zum Druck ablassen. So. Und jetzt, wenn ich sowas habe an meiner Füllleiste, dann ist es üblicherweise so, dass ich das reinschraube, mache alle Flaschen auf, mache hier mache alle Anschlussventile auf. Wenn es dann zischt, irgendwann weiß ich, dass hier diese kleinen Ablassventile doch noch irgendwo ein bisschen offen sind. Die dreht man dann einfach noch mal schnell ein bisschen fester zu und dann startet man den Kompressor. Genauso einfach. Und wenn das Füllen dann vorbei ist, dann schraubt man am besten, wenn man noch weiter füllen möchte, das hier am Anschlussschlauch das Ventil wieder zu und natürlich das Flaschenventil. Das Flaschenventil immer ganz schnell sofort, sobald das zu ist, geht nämlich keine Luft mehr verloren, auch wenn man aus Versehen irgendwas Falsches schraubt. Und lässt dann mit dem Rädchen hier den Druck ab.
Dann kommt nur so ein ganz kleiner Pst, weil nur der Druck, der sozusagen hier zwischen dem Anschluss und dem Ventil steht, nur dieses kleine bisschen entlüftet werden muss. Bedeutet halt auch, dass die 200 Bar, die gerade in den Schläuchen sind, noch erhalten bleiben und einfach in die nächste Runde Füllungen mit reingehen. Man verliert nicht so viel Luft. Ne? In dem System ist ja doch irgendwie eine Menge drin. Manche sind auch anders. Da ist das Ablassventil und auch das Aufzuventil hier oben in einem großen Hebel. Und den macht man zum Füllen nach vorne. Dann geht Luft rein und dann muss man es wieder nach oben klacken. Dann geht Luft raus und das System ist gleichzeitig mit entlüftet. Lässt man sich am besten üblicherweise für den Kompressor, mit dem man jetzt gerade füllen wird, einfach mal kurz erklären, wenn man irgendwo neu ist. Ja? Ist kein Hexenwerk, man sollte aber so die Logik verstanden haben, wo kommt jetzt die Luft raus und wo geht sie rein und was sperre ich eigentlich gerade ab. Ja? Grundsätzlich ist es so, dass es eine gute Idee ist, so viele Flaschen wie möglich auf einmal zu füllen. Aus einem ganz einfachen Grund. Je langsamer der Füllvorgang ist, umso weniger Hitze entsteht auch. Also wenn ich eine Möglichkeit habe, statt 4 gleich 8 Flaschen anzuschließen, dann bleiben die sehr viel kühler, und sind deshalb halt nach dem Abkühlen auch noch ein bisschen voller. Macht also Sinn, wenn man die Chance hat, und wenn man so viele Flaschen überhaupt hat, dass man so viel wie möglich auf einmal füllt. Eine einzelne Flasche wird immer heißer als mehrere auf einmal. So, dann die kleinen Checks, die man machen muss, bevor man den Kompressor tatsächlich einschaltet. Irgendwo an jedem Kompressor gibt es einen Hinweis darauf, wann zuletzt der Filter gewechselt wurde. Wenn es den Hinweis nicht gibt, nachfragen. Das sollte man klären. Jeder, der füllt, sollte verantwortlich gucken, dass die Filterstandzeit nicht überschritten wird. Weil das ist der Punkt, wenn dieser Filter zu lange steht, dann bringt er die Restfeuchtigkeit nicht mehr aus der Luft. Und das ist dann der Weg, wie Feuchtigkeit aus dem Kompressor in die Flasche kommen kann. Und das ist tatsächlich, da kommen nochmal ganz andere Mengen sehr viel schneller zustande. Wenn dieser Filter wirklich komplett versagt hat, dann ist sehr schnell eine Menge an Wasser in der Flasche, die zu massivem Rost und auch sehr schnell zu massiven Problemen führen kann. Also Filterstandzeit ist wichtig für die Luft, die wir atmen. Und der Ölstand ist je nachdem, wenn der Ölstand zu hoch ist, könnte das zu einem Problem für unsere Luft werden, weil es das ein bisschen wahrscheinlicher macht, dass zu viel Öl es doch auch in die Flasche reindrückt und der Filter das vielleicht auch nicht mehr rauskriegt. Viel gefährlicher, viel schlimmer dabei ist aber tatsächlich zu wenig Öl, weil das den Kompressor, den Motor selber schadet und weil das zu einfach wirklich sehr teuren Kompressorschäden führen kann. Der Ölstand ist üblicherweise an jedem Kompressor in irgendeiner Form von Schauglas sichtbar. Bei moderneren sie ist der irgendwie unübersehbar vorne. Super, ja. Hat eine Maximum- und eine Minimumanzeige und man kann sich ganz sicher sein. Bei anderen ist es ein bisschen versteckter. Man muss mit einer Taschenlampe irgendwo reinleuchten. Auch das, wenn ihr einen Kompressor bedient, lasst euch das bitte zeigen. Das ist tatsächlich Verantwortung von jedem, der jetzt füllen möchte, dass er klärt, dass auch wirklich genug Öl drin ist. Ne? So. Ja, ist Flaschenfüllen jetzt irgendwie so ein ganz großes Risiko und so zugehörig zum Tauchen als Extremsportart oder ist das eigentlich relativ easy? Ich habe ja zur Einleitung gesagt, eigentlich ist die ganze Sache relativ easy. Trotzdem kriegt man natürlich so Bildchen wie hier mit jedem Bedienungshandbuch mit, weil aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen man natürlich eigentlich auf ein paar Sachen achten sollte. Also, was halt tatsächlich voll schief gehen kann, ne? Also man nimmt ja jetzt so Flaschen hoch und stellt sie wieder ab und nimmt sie hoch und stellt sie wieder ab. Und diese Sache, dass man sich so Flaschen dabei auch einfach auf die Füße stellen kann, das passiert halt schon. Jetzt wird weltweit unendlich viel in Flipflops gefüllt.
Nichtsdestotrotz sind natürlich bei der Verwendung eines Kompressors Schuhe mit Stahlkappen vorgeschrieben. Ja? Möchte ich bitte erwähnt haben, möchte ich auch bitte, dass alle meine Mitarbeiter das ganz genau wissen, dass sie sich bitte, bitte, bitte aber doch Schuhe mit Stahlkappen anziehen müssen. Es ist auch tatsächlich so, dass weltweit jede Menge Leute, die Flaschen füllen, immer mal wieder einfach blaue Zehen haben, weil sie sich eine Flasche auf den Zeh gestellt haben. Wenn man mit dem Risiko einverstanden ist, kann man trotzdem in Flipflops füllen. Aber wenn man dieses Risiko gerne beseitigen möchte, dann muss man halt Schuhe anziehen, die das aushalten, dass man mal eine Flasche draufstellt. Das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, was beim Kompressor passieren kann. Das andere, was so ein bisschen unangenehm ist, ist, dass dieses ganze Ausblasen am Anfang und auch der Kompressor selber, das macht Krach. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das mal hat. Aber wenn man irgendwo den ganzen Tag tatsächlich nur am Füllen ist, dann macht es Sinn, zumindest Ohrenschützer, also diese Mickey-Mäuse aufzusetzen, weil man damit seinen Ohren längerfristig einfach einen Gefallen tut. Also Mickey-Mäuse sollten an einem Kompressor hängen. Und wer da empfindlich ist oder da häufiger steht oder es einfach nicht riskieren möchte, kann die auch gerne einfach aufsetzen. Für die ganz zarten Händchen gäbe es noch Handschuhe, aber ich glaube, das kann man sich irgendwie im Tauchbetrieb auch einfach schenken. Was tatsächlich ein Problem sein könnte oder ab und zu einfach mal ist, sind platzende Schläuche. Hochdruckschläuche haben einfach kein ewiges Leben und das ist ein Gummischlauch und das ist sozusagen die Sollbruchstelle von der ganzen Sache. Es fliegen einem nicht einfach Ventile um die Ohren, darauf kommen wir aber noch. Es fliegen einem nicht einfach Flaschen um die Ohren, aber so ein Schlauch, der kann mal platzen und der ist dann schon, der ist so, wach, der schlägt dann ziemlich hart um. Und der kann einen auch verletzen. Und ich glaube, die Augen hat sogar Dominik noch dazu geschrieben. Und jetzt kommt eh der Part, wo ich an ihn übergeben würde. Ja, die Augen, die hat der Dominik dazu geschrieben. Warum hat er die Augen dazu geschrieben? Ganz einfach deshalb, weil erstens in dem Moment, wo so ein Schlauch platzen sollte, ein freier Gasstrom zustande kommt, der sehr schnell sein kann. Ne? Das ist ja ein hoher Druckunterschied. Und das Gas an sich, das ist aber noch gar nicht so schlimm. Das Schlimme sind Partikel, die da drin sein können. Und das kann erstens das Auge tatsächlich schädigen, wenn dann so ein kleines Teilchen sozusagen da reinkommt. Ihr alle kennt das mit Sand im Auge, wie unangenehm das sein kann, schon wenn man das langsam reinreibt. Zweitens aber natürlich noch größeres Verletzungsrisiko, tatsächlich fliegende Stücke dann vom Schlauch und auch der Schlauch selbst, wenn der sich bewegt und trifft. Also da. Das ist nochmal, finde auch von den Konsequenzen her natürlich was anderes. Also alles, was am Fuß kaputt geht oder auch an der Hand meinetwegen, das wird die moderne Unfallchirurgie schon in irgendeiner Art und Weise reparieren, dass danach die Tauchkarriere weitergeht und das Leben sowieso. Aber die Augen tatsächlich, das ist halt was, da ist die menschliche Medizin bei diesem unseren wichtigsten Sinnesorgan nicht so weit, dass man das ohne weiteres repariert kriegt. Also da der dringende Hinweis, tatsächlich vorsichtig sein. Ja, also das ist jetzt natürlich, müssen wir uns ehrlich vielleicht an die Nase packen. Wer von uns setzt schon immer Schutzbrille auf, wenn wir was überströmen? Ganz ehrlich. Aber wir sollten da sicherlich dran denken. Also das hat schon Gründe und ist keine übertriebene Vorsicht, sondern ist einfach oft eine verdammt gute Idee, darüber nachzudenken. Ne? So, dann eins weiter, glaube ich, an der Stelle. Genau, zu dieser Frage, können Flaschen explodieren? Also, wo wir gerade bei Unfällen sind, wo viel kaputt geht, ne? Die Antwort, so ein kleines bisschen, sieht man rechts im Bild. Also, wenn die Umstände passen, kann es offensichtlich Flaschen zerreißen. Ja, das ist, glaube ich, damit beantwortet. Das sind dann spektakuläre Fälle. Das sind Fälle, über die sich zu reden lohnt, ganz klar, weil wir die alle nicht erleben wollen. Aber im Hinterkopf haben muss man auch, das sind seltene Fälle, die üblicherweise nur unter ganz bestimmten Bedingungen vorkommen. Und das ist gut, weil wenn man diese bestimmten Bedingungen kennt, dann hat man eine sehr große Chance, das zu verhindern. Also gute Nachricht. So, warum platzen Flaschen? Naja, trivial erstmal, wenn der Druck in der Flasche größer wird als das, was die Flasche aushalten kann. Sensationelle Erkenntnis, die aber tatsächlich ein Stückchen weiterhilft. Und zwar auf folgende Weise. Also das eine ist tatsächlich, wenn Flaschen
aus Material sind. Und da gibt es einige Aluminiumlegierungen, die auch alle gelistet sind, die alle mittlerweile eigentlich aus dem Verkehr gezogen werden. Aber wir wissen, wie das ist. Flaschen sind im Umlauf, werden auf dem Gebrauchtmarkt vielleicht noch verkauft. Das heißt, das ist nicht garantiert, dass solche Flaschen nicht noch irgendwo auftauchen. Gibt es also einige, ja, die den Zahn der Zeit nicht so gut bestanden haben und andere weitere mehr, die mit Hitze nicht so gut auskommen. Hitze jetzt nicht so arg, diese Temperaturen, die entstehen, wenn die Flasche mal in der Sonne liegt oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt zum Beispiel einige Methoden, Flaschen zu lackieren, die mit großer Hitzeeinwirkung einhergehen. Das ist für manche Aluminiumlegierungen schlecht, weil das die schwächt. Und das sollte man wissen. Und das Zweite ist Aluminium, einfach wenn das oft gefüllt und wieder entfüllt wird, das arbeitet so ein kleines bisschen. Tatsächlich eine Methode, das Altern von Aluminiumflaschen zu messen, geht genau so. Man misst sehr genau, kann man optisch machen mit Laser, die Ausdehnung der Flasche, wenn die gefüllt wird. Und wenn die zu arg nachgibt, sich zu arg verformt sozusagen, dann wird sie ausgesondert. Und ja, das muss man also wissen, muss man im Auge behalten. Dagegen natürlich ganz guter Trick sozusagen oder ganz gute Vorschrift, die es in den meisten Ländern gibt, ist die Flasche einfach regelmäßig untersuchen zu lassen. Da wird unter anderem auch geguckt, ob die Legierung, aus der die Flasche ist, das ist eingeprägt üblicherweise, ob die also von solchen sozusagen Rückrufen betroffen ist. Und zweitens auch ganz einfach geprüft, ob die Flasche den Druck noch aushält. Und normalerweise auch, wenn die Person fit ist, geguckt, ob mit der Flasche, wie gesagt, Eislackierung, etwas angestellt wurde, was das Material nicht verträgt. Das ist bei Aluminiumflaschen insofern relevant, weil man denen leider, leider auf den ersten Blick eine Materialschwächung nicht so ohne weiteres ansieht. Die können also schwach werden, die können sich verformen und die können halt tatsächlich auch reißen und dann leider auch so reißen, das seht ihr hier, dass man also Bruchstücke kriegt, die fliegen können, ohne dass man auf den allerersten Blick sieht, die ist alt. Bei den allermeisten Stahlflaschen, die Tests nicht mehr bestehen, würde, glaube ich, auf den ersten Blick kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, das ist eine Flasche, die ich noch verwenden will. Davon auch sich nicht in zu großer Sicherheit wiegen, die können innen ganz anders aussehen als außen, das ist klar. Aber üblicherweise Stahl versagt halt auch auf eine Art und Weise, dass Korrosion, also Rost, an irgendeiner Stelle das Material sehr dünn macht. Und an dieser Stelle geht das dann durch und dann entweicht die Luft. Das ist immer noch ein Problem, aber das ist halt nicht dieses katastrophale sozusagen auf einem langen Stück Reißen, das mit großer Schrapnellbildung einhergeht, wie das bei Alu passieren kann. Also spektakuläre Fälle, selten. Aber sollte man kennen, ist völlig klar, dass das mit akuter Lebensgefahr einhergeht, wenn man da auch nur in der Nähe steht. Das kann man sich sehr, sehr lebhaft vorstellen. Wo Flaschen üblicherweise, also es sei denn, mit dieser Flasche ist vorher irgendetwas in dem Sinne passiert, sehr heiß geworden oder auch sehr alt, nicht platzen ist, wenn die Flasche mal umfällt oder auch mal in der Sonne liegt oder im heißen Auto transportiert wird, da platzen Flaschen üblicherweise nicht. So, das ist das eine. Das zweite große Risiko, das man da ansprechen muss, und wer von euch Facebook liest, da war auch wieder Diskussion jetzt gerade in den letzten Tagen über eine. Im Endeffekt wurde das nicht geklärt, ob das so eine problematische Kombi ist, aber jedenfalls über einen Verdachtsmoment, wo man hätte näher nachgucken müssen. Das ist die Frage, richtiges Ventil im richtigen Flaschengewinde. Weil in Europa als Flaschengewinde normal sind diese M25x2, das ist hier links dieses Gewinde, was ihr seht. Und das Verderben sozusagen, das möglich ist, das seht ihr rechts. Es gibt ein ISO-Gewinde, nämlich G3 Viertel. Und dieses Gewinde, das ist ein kleines bisschen größer als, also das sozusagen der männliche Teil dieses Gewindes ist ein kleines bisschen größer als dieses M25 mal 2, was zur Konsequenz hat, dass dieses M25 mal 2 leider, leider in den Flaschenteil eines solchen G3-Viertel-Gewindes passt. Also dieses linke Ventil hier, das könnte man in eine Flasche reindrehen, die eigentlich ein solches Dreiviertelgewinde hat. Und dann würde das, weil die Gewinde so nah beieinander sind größenmäßig, typischerweise auch deutlich über 100 Bar noch aushalten. Ich meine, das sind halt die gefährlichen Sachen. Also wenn ein Gewinde nicht passt und es hält aber keinen Druck, weil es absolut offensichtlich nicht passt. Erstens dreht es erstmal gar keiner rein, wenn es überhaupt nicht fest wird. Zweitens, wenn es jemand reindreht und es hält keinen Druck, naja, dann zischt es halt. Gefährlich werden solche Fehler leider immer, wenn sich Energie aufbauen kann, weil die Kombination halt bis zu einem relativ hohen Druck hält. Und leider, leider, diese Kombination ist eine solche, die durchaus auch mal 200 Bar aushalten kann. Das ist also absolut auch nicht gesagt, dass es beim ersten Füllen einer solchen vergifteten Kombi zur Katastrophe kommt, aber sehr oft irgendwann. Das sind also ganz reale Unfälle, die leider auch schon Leben gekostet haben und zumindest schwere Verwüstungen angerichtet haben.
Heißt ganz klar, wenn man sich nicht absolut sicher ist und auch nicht irgendwie drauf vertrauen, hey, das passt irgendwie, ich habe das in der Hand im Gefühl oder so, wenn man sich da nicht absolut sicher ist, einfach Finger weg. Einfach das Ventil in die Flasche reinschrauben lassen von jemandem, der sich so weit auskennt, dass man sich wirklich sicher sein kann, da wird verglichen, ist das Gewinde, das auf der Flasche eingeprägt ist, kompatibel mit dem Gewinde, das auf dem Ventil eingeprägt ist. Bisschen muss man aufpassen, das war hinter diesen Diskussionen, die da losgingen. Es gibt alte Department of Transportation gestempelte Flaschen, also aus dem amerikanischen Raum, wo es noch nicht Vorschrift war, das Flaschengewinde auf die Flasche zu stempeln und wo es dann deshalb absolut nicht klar ist, von außen ist es das eine oder das andere, beides gibt es. Und da muss man sich halt wirklich auskennen, um das Richtige zu tun. Und da kann ich auch jeden verstehen, der diese Flasche dann nicht füllt. Muss man einfach sagen, muss man leer machen, gucken sozusagen. Und dann, ja, sieht man es. Das steckt übrigens auch dahinter, wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass manche Basen grundsätzlich sagen, sie füllen keine Flaschen, die drucklos sind. Da steckt die Angst dahinter, dass die Gewinde nicht genau passen. Wenn man eine Flasche vor sich hat, auf der sind 50 Bar Restdruck, das schützt nicht vor dieser vergifteten Kombi, aber es schützt immerhin vor anderen Fehlern, die nicht mal diesen Druck aushalten. Ne? Und zweites natürlich ist abgenutzte Gewinde, wenn sie denn auftauchen, auch aussortieren. Das ist nämlich die zweite Möglichkeit, wie sowas zustande kommen kann. Sehr viel seltener als dieser Fehler, aber grundsätzlich kann es halt auch passieren, dass Gewinde sich so abnutzen durch oft oder auch schlecht falsches Rein- und Rausdrehen, dass die dann auch nicht mehr den ganzen Druck halten. Das sind tatsächlich sehr gefährliche Fehler, die passieren können. Das sollte man sich bewusst sein, ja? Prinzipiell vermeidbar, ganz klar, weil auf modernen Flaschen das Vorschrift ist, dass die Gewinde auf Flasche und Ventil aufgeprägt sind. Das TÜFen, weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber das ist eine lange Diskussion in Deutschland. Das TÜFen einer Flasche an sich ist kein absolut sicherer Bringer, dass dieser Fehler nicht auftreten kann. Warum? Flaschen werden als Druckkörper sehr häufig ohne Ventil zum TÜV geschickt. Das heißt, es ist dann nicht mal notwendigerweise die TÜV-Stelle, sondern die Person, wo auch immer in der Kette das ist, die das Ventil wieder reindreht, die darauf achten muss, dass Ventilgewinde zum Flaschengewinde passt. Ne? Okay. Wenn dort das Richtige gemacht wird, also das, was eigentlich bei einer visuellen Inspektion passieren sollte, dann wird halt von der Person, die das Ventil reindreht, nochmal kurz gecheckt, ob das Ventil überhaupt noch hält. Und vor allem wird das Gewinde sowohl vom Ventil als auch von der Flasche selber, das Innengewinde, nochmal mit so einer Gewindeleere gecheckt. Also man geht in beides rein und guckt einfach, es hat dann so eins, ein Teil, das soll ganz, ganz sanft reingehen, und man hat einen Teil, das soll halt nicht reingehen. Und wenn das, was nicht reingehen soll, doch sauber durchgeht, oder das, was reingehen soll, nicht geht, dann ist an dem Gewinde halt irgendwas kaputt und dann wird es tatsächlich auch aussortiert. Also daran gehen Flaschen in der visuellen Inspektion auch mal raus aus dem Betrieb. Und sowas kommt tatsächlich gerne zustande dadurch, dass Leute es so besonders gut meinen beim Ventil in die Flasche schrauben und meinen, dass wenn man jetzt so eine richtig lange Eisenstange hat und man die mit so einem richtig schönen Hebel das Ventil so fünfmal mit dem Gummihammer so ganz fest macht, dass sie dann auch besonders gut fest ist. Und leider kennen wir das alle, nach fest kommt ab und nach ab kommt viel Arbeit. Man kriegt genau damit so ein Gewinde halt einfach kaputt. Das muss fest sein, aber so eine Hausnummer sind 100 Newtonmeter und nicht alle Kraft, die ich mit einem 2-Meter-Hebel aufbringen kann. Ich hab das nur so in dieser Art und Weise gesagt, weil das ist absolut richtig, was du sagst, Vero. Aber in Deutschland ist das zumindest ein bisschen anders. Man kann einfach so als Hochshop dann sozusagen eine Prüfung machen. Ne? Muss man ja an einer benannten Stelle dann entsprechend sozusagen die Möglichkeit. Und für die zum Beispiel ist das häufig in der Praxis so. Also die reine Lehre ist sicherlich eine andere, dass Flaschen ohne Ventil zur Druckprüfung gehen. Und das heißt, dann ist es bei demjenigen, der Flasche und Ventil wieder verheiratet, üblicherweise der Tauchshop halt, ja, das zu checken. Das meinte ich damit. Ne? Also ganz formal kann man ein Argument machen, dass eine Prüfung bedeutet Druckbehälter und Druckhaltevorrichtung, ist sicher richtig, aber jetzt in der Praxis kann das halt auch mal anders sein. Ne? In Spanien ist es tatsächlich so, dass der TÜV inzwischen, also die visuelle Inspektion, für beides zusammen gilt und sozusagen beides auf dem Prüfzettel vermerkt. Ja, so ist es mit Sicherheit auch gemeint. Wie gesagt, ich habe das nur gesagt, weil wir haben ja in Deutschland 2,5 Jahre
visuell abwechselnd mit sozusagen Ja. Druckprüfung. Und diese Druckprüfungskomponente, die beinhaltet, dass Flasche und Ventil getrennt werden und dann Ja. irgendwann natürlich wieder zusammengefügt. Und dieses irgendwann zusammengefügt muss nicht die gleiche Person sein, die die Ja. Druckprüfung durchführt. Das ist Ja. das Problem. Okay, das ist echt ein bisschen, das ist ein bisschen spooky, ja. Weil das ist Also tatsächlich ein irgendwann Punkt, ist. an dem Flaschen rausfallen und Ventile rausfallen. Also man findet Ich will es auch dabei gar nicht, ich will Realfehler, es, ne? ja. So. Ich will nicht sagen, dass das nicht geschieht. Das ist kein Vorwurf, Ja. den ich mache. Ich will nicht sagen, Ja. dass das nicht geschieht. Und ich weiß um Himmels Willen auch nicht, wie an jeder einzelnen Stelle und jeder einzelnen Tauchbasis das gemacht wird. Es wird sicherlich Ja. richtig gemacht und die Leute gucken. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich will nur sagen, das geht mindestens an der Stelle potenziell durch zwei verschiedene Hände, die beide gucken sollten. Das ist der Punkt. Gut. So, dann wird es jetzt eigentlich noch mal ganz kurz, ganz praktisch und ganz einfach. Was haben wir hier als ein Beispiel für einen Kompressor, wie der von vorne halt so aussehen kann? Und naja, an welchem Knopf wird man den wohl starten? Man drückt auf den Knopf, der so schön rot leuchtet. Ja? Es gibt so ein paar andere wichtige Sachen, die man da sehen kann. Also der hier hat zum Beispiel, der hat einen Stundenzähler hier und auf den Stundenzähler guckt man, um zu wissen, wie es mit der Filterstandzeit ist. Der hat hier das Öllevel. Hier ist dann übrigens auch noch ein Aufkleber, wann der nächste Ölwechsel sein muss. Er hat hier eine Temperaturanzeige und der schaltet sich auch einfach bei 50 Grad aus. Wir hatten ja schon gesehen, welche Probleme entstehen können an giftigen Gasen, wenn der Kompressor zu heiß läuft und dabei einfach Öl verbrennt. Deshalb ist hier eine Sicherung eingebaut, dass der einfach automatisch ausgeht. Und er startet auch gar nicht erst, wenn der Öllevel zu niedrig ist. Also da ist auch so eine kleine Sicherung vor Benutzern mit eingebaut. Dann leuchtet hier halt auch die Lampe. So, und dann kann man ihn ausschalten auf dem roten Knopf. Normalerweise tut er das aber automatisch. Und man hat hier an jedem Kompressor hat man irgendwo einen großen, deutlich sichtbaren Knopf, der so raussteht und irgendwie anders ist als andere, als Notabschalter. Also das sollte so einer sein, da wird einfach die Stromversorgung vom Kompressor komplett abgeschaltet. Und das sollte einer sein, der wirklich sehr gut sichtbar, sehr gut zu erreichen ist. An den man zum Beispiel dann kommt, wenn eben gerade irgendein Schlauch geplatzt ist und man gerade einfach jetzt sofort alles aushaben möchte. Ja? Mir passiert es immer nur, dass ich mich aus Versehen dagegen lehne und der Kompressor dann ausgeht, ohne dass ich das eigentlich wollte. Aber es ist gut, dass es den Knopf gibt. So. Was man während des Füllvorgangs so beobachten kann, sind die Drücker auf den verschiedenen Stufen. Wir haben sozusagen für jede der drei Kompressorstufen einzelne Druckanzeiger, auf denen wir ablesen können, wie der gerade komprimiert, an welchem Punkt wir sind. Und dann haben wir hier den Enddruck und an dem Enddruck stellen wir ein, wann er sich abschalten soll. Üblicherweise gibt es dann eine automatische Abschaltung um die 225 Bar ist sinnvoll. Man muss diesen automatischen Abschaltdruck exakt unter den Druck packen, an dem das, Überdruckventil anschlagen würde. Also es gibt immer ein Ventil noch nach der kompletten Verdichtung, ein Überdruckventil, das dafür sorgt, dass der Kompressor abbläst, wenn der Druck höher wird als eben diese 225 und das einfach mit dafür sorgt, dass in Flaschen, die halt nur für 220 zugelassen sind, eben auch gar nicht erst mehr Druck reinkommt. Ja? Das ist so ein wichtiges Feature. Und um das nicht kaputt zu machen, ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man den Kompressor nicht einfach so noch ein bisschen höher dreht. Also dieses, ach komm, lass uns mal 250 reinmachen, dann starten wir auch mit 220, scheitert üblicherweise daran, dass man sich damit das Überdruckventil kaputt macht. Oder halt, man hat vorher das Überdruckventil gar nicht erst ein- oder ausgebaut. Und dann setzt man sich aber mit seinen Flaschen einer Gefahr aus, weil man die einfach permanent auf einen Druck füllt, für den sie eigentlich nicht ausgelegt sind. Also ist eine Praxis, die man nicht machen sollte. Es gibt mögliche Temperaturwarnungen, es gibt mögliche Ölwarnungen. Das kommt ein bisschen auf das Modell ein. Und so ein ganz klein bisschen kommen wir mit unserer Specialty jetzt auch nicht drum herum zu sagen, naja, wenn man einen bestimmten Kompressor häufiger bedient, dann
lies doch mal die Bedienungsanleitung. Auch da macht das tatsächlich Sinn. Ja? Boah, das Ende ist relativ einfach. Kurz vor Schluss pfeift er nochmal so ein bisschen ab. Meistens geht er automatisch aus, also dass man das selber machen muss. Das machen nur die ganz, ganz, ganz simplen Modelle. Üblicherweise ist sowas automatisiert. Flaschen sanft zudrehen. Ach, da hatte ich das sanft, glaube ich, wollte ich eigentlich noch ganz fett und ganz fett drucken. Ganz, ganz fett, weil die meisten Flaschenventile sterben daran, dass die Flaschen zu fest zugeknallt werden. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist so eine kleine Rille in dem Dichtsitz drin. Dann muss man es beim nächsten Mal mindestens auf diese Rille festdrehen oder noch ein bisschen fester. Und irgendwann verdreht sich dann die gesamte Oberspindel und das Ganze ist völlig abgenudelt und kann natürlich nicht mehr dicht halten. Also Ventile sind eigentlich, wenn sie zu sind, sind sie auch zu. Man muss dann nicht noch weiter drehen, sondern auch damit ganz sanft. Eventuell dreht man die Absperrventile zu, entlüftet, schraubt das Ganze ab und räumt die Flasche wieder irgendwo hin weg. So simpel. So simpel, wenn man nur den Kompressor zur Verfügung hat. Und jetzt gucken wir uns nochmal was anderes an. Hier zum Beispiel sieht man so ein kleines Überdruckventil, das dafür sorgt, dass alles abpfeift, wenn es überhaupt über die 225 geht. Als kleine Sicherung, weil diese Flaschen mehr als die besagte 225 halt tatsächlich nicht drauf getestet sind. Das sind große Aluspeicherflaschen, die sind für 200 bar gemacht. Und sowas gibt's häufiger, wenn man sich als Dive Center ein bisschen unabhängig vom Kompressor machen will oder wenn man zu bestimmten Stoßzeiten sehr viele Flaschen auf einmal füllen möchte. Dann funktioniert das am schnellsten und am effektivsten über so eine Füllkaskade, weil du dann zumindest einen Teil der Flaschen einfach per Überströmen füllen kannst. Also es geht einfach richtig schnell. Und man kann tatsächlich auch den Kompressor und diese Speicherflasche räumlich voneinander trennen. Also man muss nicht alles am selben Ort stehen haben. Es kann ein bisschen Risiken verteilen. Ja. Wie funktioniert dieses Überströmen? Ich meine, man kennt das, man kennt so Sachen aus Facebook, ne? Wo immer so Rätsel kommen mit, was wird denn jetzt als erstes voll und wie passiert denn, wo tropft es denn jetzt zuerst lang? Und naja, eigentlich ist es ganz einfach. Der Druck zwischen allem, was man da so zusammenschraubt, gleicht sich halt untereinander aus. Das Einfachste ist natürlich, ich habe zwei Flaschen, die sind beide gleich groß. Die eine ist voll, die hat noch 200 bar. Die andere habe ich schon halb leer gesaugt, hat noch 100 bar. Wenn ich die jetzt beide aneinander hänge, dann werden sie beide danach einfach 150 bar haben. Also sie treffen sich einfach in der Mitte. Das kann man sich so vorstellen, ne? Ganz einfach. Ein bisschen anders, und das sieht aus, wenn die Flaschen unterschiedliche Größen haben. Und das ist natürlich das, was wir bei diesem Überströmen von einer 50-Liter-Flasche auf eine 12-Liter-Flasche nutzen. Nämlich, dass natürlich wir viel weniger Luft brauchen, also viel weniger Bar aus der 50-Liter-Flasche brauchen, um die 12-Liter-Flasche auf eine entsprechende Füllung hoch, auf einen entsprechenden Druck hochzubringen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich so große Flaschen da hängen habe, kriege ich meine kleine Flasche sehr viel höher als nur dieses popelige, naja, dann sind wir halt in der Mitte angekommen. Also wenn ich eine leere Flasche habe und einer hat noch 200, naja, da bringt das Überströmen halt auch keinen neuen Tauchgang mehr raus. Mit so einer großen Speicherflasche kriegt man tatsächlich mehrere Flaschen so gut wie voll. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie funktioniert so eine ganze Kaskade. Also ich habe 5 von diesen Flaschen. Und Leute, das ist eigentlich super einfach und super logisch, wenn man einmal kurz drüber nachgedacht hat. Aber es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass Leute, die es das erste Mal sehen, irgendwie denken, naja, dann dreht man jetzt am besten alle Flaschen gleichzeitig auf. Einfach nicht, weil sie blöd sind, sondern weil sie noch nie drüber nachgedacht haben und man ja zum Füllen normalerweise aufdreht.
Das ist aber natürlich eigentlich nicht die gute, beste Idee. Wir hätten jetzt, also wir haben 55-Liter-Flaschen, die jeweils mit 200 Bar voll sind. Und dann haben wir lauter 12-Liter-Flaschen, die nur noch 50 Bar haben. Wir hatten gerade gesehen, wenn das jetzt beide gleich große Flaschen wäre, also ich habe zwei 12er-Flaschen, eine hat 50, eine 200, haben nach, wenn man die einfach zusammenschließt, danach beide 125 Bar. Das haben wir gerade gesehen. Ne? Wenn man zwei Flaschen hat, die ein bisschen unterschiedlich groß sind, wird die Sache ein bisschen komplizierter. Also wenn ich eine 12-Liter-Flasche habe mit 200 und eine 10-Liter mit 150, werde ich auch bei ein bisschen mehr als 125 ankommen. Ne? Also vielleicht so bei 130, weil eigentlich halt diese 12-Liter-Flasche ein bisschen mehr hergibt. Und so ist es halt auch, wenn ich jetzt hier in meiner Kaskade einfach alles auf einmal aufdrehe, dann habe ich sozusagen ein riesiges Volumen aus den Speicherflaschen, insgesamt 50.000 Barliter, wenn die voll sind, also 50-Liter-Flaschen, die alle 200 Bar haben, haben jeweils 10.000 Liter und das Ganze mal fünf so Flaschen. Und jetzt fülle ich, wie bei uns am Kompressor, mache ich vier 12-Liter-Flaschen dran, die alle nur noch 50 Bar haben. Das heißt, da habe ich nur noch 2.400 Barliterchen drin. Und wenn ich das jetzt zusammennehme und dann durch das Gesamtvolumen teile, also ich habe das Volumen insgesamt 250 Liter aus den Speicherflaschen und ich habe 48 Liter, viermal diese 12-Liter-Flaschen aus den Flaschen, die ich füllen möchte. Und wenn ich die alle gleichzeitig aufmache, dann habe ich 298, also fast 300 Liter insgesamt. Und wenn ich jetzt die Luft, die da insgesamt gerade drin ist, auf diese 300 Liter verteile, dann kommen dabei 175 Bar raus. Also ich mache einmal diesen Füllvorgang und ist jetzt ja ganz schön. Ich habe meine 50 Bar Flaschen plötzlich auf 175 Bar gefüllt und kann dann natürlich noch ein bisschen nachdrücken und das wäre jetzt schon ganz fein. Aber das geht besser. Also ich kann es viel effizienter hinkriegen, weil ich kann natürlich einfach eine Speicherflasche nach der anderen aufdrehen. Das heißt, ich mache mehrere Überstromvorgänge. Ich mache alle meine kleinen 12-Liter-Flaschen auf und dann mache ich in einer ersten Runde nur die allererste Flasche auf. Ich habe jetzt entsprechend weniger Liter Gesamtmenge, nämlich nur 98, also die 50 aus der Flasche und die 48 aus den vier 12er-Flaschen. Und wenn ich das durchrechne, habe ich halt nach der ersten Runde Füllen schon 126 Bar. Dann mache ich die Zufang mit der nächsten Flasche an. Jetzt haben die 12er-Flaschen schon 126 Bar. Also ist schon viel mehr Luft drin. Die Differenz ist viel geringer geworden. Und nehme die nächste Flasche ran, die auch wieder voll mit 200 Bar startet. Habe in der zweiten Runde alle Flaschen schon auf 163 und wenn ich das jetzt mit der dritten Flasche wiederhole, dann bin ich nach der dritten Runde so weit, dass meine Flaschen voller sind, als wenn ich alle Flaschen gleichzeitig aufgedreht hätte. So, und das mache ich noch zwei Runden lang und dann habe ich bei vollen Ausgangsflaschen tatsächlich alle vier Flaschen auf 196 Bar, also fast wieder voll, noch bevor ich den Kompressor habe laufen lassen. Und das ist in so einem Moment, wo zum Beispiel der Kompressor nicht funktioniert, einfach Gold wert. Beziehungsweise das ist jetzt sehr schnell gegangen. Das heißt, ich kann jetzt auf 225 nochmal schnell weiterpumpen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann bin ich in 5 Minuten mit dieser ersten Runde Flaschen fertig. Und das spart aberwitzig viel Zeit. Und dazu kommt natürlich, dass ich, nachdem ich das so gemacht habe, in diesen Flaschen ja auch noch entsprechende Reste habe. Also ich habe in der ersten Flasche jetzt noch 126 Bar über, mit der ich dann die nächste Runde Flaschen überströme von 50 Bar aus, lande da wieder irgendwo in der Mitte, schließe die dann an die zweite Flasche an, die jetzt ja aber auch noch viel mehr hat und komme in der zweiten Runde dann üblicherweise auch noch mal auf sowas wie 180 Bar, was in dem anderen System schon sehr viel weniger werden würde. Das heißt, ich sauge die ersten Flaschen sehr viel leerer, weil die halt nur diesen kleinen Unterschied zu den angeschlossenen, fast leeren Flaschen überwinden.
Und kann aber weiter hinten in der Kaskade immer auf immer vollere Flaschen zurückgreifen und krieg am Ende halt doch einen massiv guten Druck noch raus auf diese Art. Wir haben genau das System hier und kriegen damit sozusagen die ersten 4 Runden füllen, gehen wirklich sehr, sehr schnell und danach ist das nur noch so eine kleine Zuarbeit. Und das macht aber tatsächlich das Füllen von vielen Flaschen sehr viel entspannter, wenn der Kompressor irgendwann anders läuft und einfach nur die Speicherflaschen füllt und man nicht jedes Mal auf den Kompressor warten muss. Kompressoren, je nachdem, was die können, liefern so 100 bis 400 Liter die Minute, ein guter 300. Wir haben, glaube ich, so um die 300. Ich hatte mal einen mit 400, aber naja, ganz tolle vielleicht. 600 bei irgendwas auf. Und das kann man sich ausrechnen. Das kann dann, dauert halt bei 4 Flaschen schon gute 20 Minuten, bis die voll sind. Und wenn man jetzt 10 mal 4 Flaschen füllen muss, dann wird das schnell einfach eine enorme Erleichterung, wenn man einen Teil davon über so Kaskaden hinkriegt. Gut, und dafür noch, damit nochmal zu Dominik, zu noch einem kleinen, zwei kleinen weiteren Randdiskussionen. Ja, zwei kleinere Randdiskussionen. Neben der einen großen Randdiskussion, sozusagen Flasche und Ventil und TÜV, also kam jetzt im Chat schon, nur um das ganz kurz aufzugreifen, in der Schweiz, Flaschen oft ohne Ventil zum TÜV. Sagt schon, in Deutschland die Lage ein bisschen komplizierter, aber nur, dass da keine Verwirrung entsteht. Formal und bei neuen Flaschen sicherlich die ganze Baugruppe, also Flasche und Ventil. Und dann muss halt derjenige gucken, der das wieder zusammenfügt. Aber wie ich schon sagte, es gibt in der Praxis natürlich so das Problem Bestandsschutz zum Beispiel. Es gibt also alte Flaschen und diese alten Flaschen zum Beispiel, die können dann auch weiterhin oder je nach sozusagen, je nach Wille der prüfenden Stelle halt vielleicht ohne Ventil gehen. Und gibt, das hat mit dem TÜV aber dann nichts zu tun, das Problem, dass man natürlich auch Flaschen zwischendrin manchmal umbauen kann. Also es gibt ja Leute, die bauen zum Beispiel ein Doppelgerät auseinander, ne? Und dann hat man dieses Thema und muss halt auch gucken. Aber das liegt dann am Enduser. Aber bei neuen Flaschen in Deutschland jedenfalls sollte das dann auch sich jetzt langsam so durchsetzen, dass die ganze Baugruppe angeschaut wird. Und dann muss der TÜV natürlich gucken. So, jetzt aber zum Nitrox und zur Frage, wie kommt man zum Nitrox? Naja, verschiedene Möglichkeiten, ne? Aber eine, die wir jetzt besprechen wollen, eine, die auch mittlerweile ziemlich verbreitet ist, weil sie wahrscheinlich in großen Mengen zumindest die billigste Art und Weise ist, auch Nitrox zu machen, ist die Membrananlage. Wir haben da letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, aber nur zur Wiederholung. Was nutzt man da aus? Naja, man nutzt aus, dass man Filter sozusagen bauen kann, Membranen, also ganz, ganz feinporige Filter, nicht wie so ein Kaffeefilter, viel, viel feiner. Die Poren haben, die so fein sind, dass sie die verschiedenen Molekülgrößen von Stickstoff und Sauerstoff ausnutzen können. Stickstoffmolekül, Sauerstoffmolekül sind nicht genau gleich groß. Und das heißt, man kann sozusagen einen Filter bauen, der das eine durchlässt und das andere nicht. Und ihr seht, wohin die Reise geht. Damit kann man dann also Sauerstoff von Stickstoff sozusagen abtrennen und kriegt dann letzten Endes natürlich an einem Ende dieser Membran an mit Sauerstoff angereicherte Luft, also genau das, was man will, nämlich Nitrox. Macht man das, rechts seht ihr so eine Skizze, wie das häufig geht, ein Alurohr, und da sind also diese Filterfasern drin und die werden von Luft unter relativ moderatem Druck werden die so durchströmt. So. Und die Stickstoffmoleküle, die sind ein bisschen größer als die Sauerstoffmoleküle, die bleiben also sozusagen in diesem Filter hängen, gehen dann geradeaus durch hier in dieser Skizze. Und die Sauerstoffmoleküle, die gehen dann also oben in diesen Stutzen raus, die können sie im Membran passieren, die sind ein bisschen kleiner. Und dann kriegt man dann also am Ende, da an diesem oberen Ansatz, kriegt man dann sauerstoffangereicherte Luft und die muss man dann natürlich noch mit dem Kompressor hochkomprimieren auf halt die 230 Bar, die man haben will vielleicht. Das funktioniert nicht perfekt und dementsprechend funktioniert das so richtig gut auch nur bis zur EAN40. Aber oh Wunder, das ist halt auch eine der, das ist auch der Mischbereich, wo wahrscheinlich das meiste Nitrox getaucht wird. Und das auch mit Gründen. Also das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass man das mit so Membrananlagen einfach und billig machen kann. Ihr seht in dieser Skizze versteckt ein weiteres Problem, auch das haben wir schon angesprochen. Leider, leider trennt sich auch das CO2 sehr gerne vom Stickstoff in diesen Membrananlagen. Und das führt halt dann dazu, dass man da einen höheren CO2-Gehalt hat in dieser Luft, die man dann hochkomprimiert und dass man dann eventuell gucken muss, dass man da Grenzwerte einhält. Also das ist unvermeidlich bei diesen Membranmischungen. Gibt Alternativen dazu, zwei Stück, die wir kurz besprechen wollen. Das eine ist die Partialdruckmischmethode und das andere ist der Nitrox-Stick, wenn du eins mal weiter flippst, Vero.
Vorteil natürlich bei den Membrananlagen ganz klar, man muss Ja. nicht mit Sauerstoff Nee. unter hohem Druck agieren. Na gut, dann sage ich das hier direkt dazu. Also hier Vorteil, man muss nicht mit Sauerstoff unter hohem Druck agieren, muss sich also keine O2-Speicherflasche hinstellen. Man hat keinen freien Strom aus reinem Sauerstoff. Erinnert zurück, das sage ich sehr, sehr oft, für die richtig schlimmen Brände ist nicht verantwortlich Sauerstoff, der unter hohem Druck in irgendeiner Flasche ist, und sind auch nicht Regler verantwortlich. Für die richtig schlimmen Brände sind häufig freie Sauerstoffströme verantwortlich, wie sie entstehen, wenn zum Beispiel ein Schlauch platzt, während man überströmt mit reinem Sauerstoff. Man kann in diesem freien Sauerstoffstrom allerhand brennen. Und das ist nicht ganz ohne, und das spart man sich mit so einer Membrananlage. Alternative, Partialdruckmischen, ist, was der Name sagt. Also letzten Endes zuerst so viel reinen Sauerstoff in die Flasche, wie man am Ende brauchen wird für das gewünschte Gemisch, und dann halt mit Luft auftoppen, dann Luft nachdrücken. Warum den Sauerstoff erst rein? Klar, dann hantiert man mit dem Sauerstoff immerhin unter niedrigerem Zieldruck, als wenn man den am Schluss sozusagen auf 200 Bar hochdrücken muss. Das ist die eine Methode. Lohnt sich dann, wenn man erstens fettere Gemische braucht als diese 40%, ist das oft die einzige Variante, die funktioniert. Und wenn man jetzt nicht so irre viel davon macht. Also diese Membrananlagen sind natürlich eine Anschaffung teurer und benötigen auch dann ab und an natürlich aufwendigere Wartung als ein normaler Kompressor. Vielleicht ein Scrubber wegen des CO2s. Und lohnt sich das, wenn man so auf Safari-Boot wahrscheinlich betreibt und dann also Nitrox for Free anbieten will, dann lohnt sich so eine Membrananlage. Für ab und an mal vielleicht eher nicht, und auch dann nicht, wenn man halt ab und an Dekogase mischen will, wo man eh fettere Gemische braucht. Dann ist Partialdruckmischen sicherlich gut. Gibt Nitrox-Sticks noch? Diese Nitrox-Sticks sind im Prinzip ein weiterer Trick, dieses Hantieren und mit freiem Sauerstoffstrom einzuschränken. Nicht ganz zu vermeiden, aber einzuschränken. Was machen die? Naja, die haben im Prinzip Düsen, bei denen sich ständig Sauerstoff und Luft mischen. Also beständig sozusagen. Die mischen das, während man den Druck beständig steigert. Und heutzutage, weiß nicht, wäre und nicht mehr so arg weit verbreitet, glaube ich. Ne? Also das ist die allermeisten Leute, die ich kenne, mischen entweder Partialdruck oder halt mit Ja. Membrananlage. Aber gibt es schon auch noch. Ne? Das ist also dieses unter kontinuierlichem Strom mischen sozusagen, das ist der Nitrox-Stick. Okay, so, damit eins weiter noch. 300 Bar oder 200 Bar. Na, ich habe Aha. es noch mal aufgesplittet jetzt in so gut. Ja, noch ein bisschen geteilt. Okay, also 200 Bar, 300 Bar. Naja, viele Kompressoren können heute beides, klar. Und manchmal ist es auch nur irgendwie so eine Frage, was man jetzt kauft an Modell sozusagen oder an genauer Zusatzausstattung. Üblicherweise die Gewindestücke bei 300 Bar, das kennt ihr auch, die sind länger als bei 200 Bar. Warum sind die länger? Damit man einen 200 Bar Regler nicht druckdicht angeschlossen kriegt an eine 300 Bar Flasche zum Beispiel. Das seht ihr hier. Na, da ist also hier sozusagen die erste Stufe von einem 200 Bar Regler, und links ist das 200 Bar Flaschenventil. Und aha, die passen ineinander. Wunderbar. Und hier ist der Füllstutzen von so einer Füllanlage. Und unten ist die 300 Bar Welt, und da seht ihr schon, der Regler, der ist länger. Was würde also passieren, wenn man jetzt überkreuzt diese erste Stufe oben in die 300 Bar Flasche reinschraubt, was ja prinzipiell gefährlich ist, weil vielleicht nicht alles in der Kette diese 300 Bar aushält. Na, die würde gar nicht ganz reingehen. Da ist da so eine Sicherheitsbohrung, und die würde nicht abgedichtet werden, und dann entweicht das Gas halt einfach. Das ist der Trick dabei, ne? Ganz, ganz einfacher Trick. Heißt, wenn sich etwas nicht dicht reinschrauben lässt, dann kann das den Grund haben, also manchmal fehlt auch einfach nur der O-Ring, okay. Aber das kann halt auch den Grund haben, dass man gerade versucht, einen 200 Bar Regler, die es immer noch gibt, vielleicht nicht so häufig, aber immer noch gibt, anzuschließen an eine 300 Bar Flasche. Und dann ist das gut, dass das keinen Druck aufbaut. Ne? Wieder zurückdenken an das, was wir mit den Ventilen hatten. Gefährlich sind nur die Unfälle, bei denen Energie beteiligt ist, wo sich also Druck aufbauen konnte. Das wird da sehr effizient vermieden. So, eins weiter. Und gleichzeitig übrigens, ja, okay. So. Kann man aber die Frage stellen, ist das überhaupt sinnvoll mit dem 300-Bar-System? Naja, also einmal 300-Bar-Flaschen brauchen natürlich dickere Wände, müssen ja mehr Druck aushalten, sind also schwerer, dichter. Und das kann manchmal gewünscht sein, weil Gewicht in der Flasche ist nicht der blödeste Ort an der Taucherin, um Gewicht unterzubringen, würde ich mal so rum sagen. Also das kann manchmal für die Gewichtsverteilung vielleicht gar nicht so schlecht sein. Aber man muss dieses schwere Stück auch schleppen. Die Flasche ist oft der größte Einzelbrocken, den man zu schleppen hat. Und ob man die noch schwerer machen will, muss man sich überlegen.
Es kann, insbesondere wenn man jetzt irgendwie sowas wie ein kleines Doppelgerät mit 300 Bar vielleicht taucht im Nassanzug, auch dazu führen, dass man völlig bleilos überbleit ist. Und auch das ist nicht ganz ideal. Da muss man sich auch überlegen. Aber es kann schon manchmal auch tatsächlich ganz nice sein. Wie gesagt, Gewichtsverteilung könnte schlechter sein, als wenn es in der Flasche steckt. Das Zweite ist, was oft diskutiert wird und auch oft als Nachteil bezeichnet wird bei dem 300-Bar-System, ist, dass man nicht wirklich die entsprechende, sozusagen, wenn man 200 Bar und 300 Bar vergleicht, hat man nicht wirklich 50% mehr Gas. Warum? Je höher der Druck wird, desto schlechter wird diese Näherung, ideales Gas, desto schlechter wird P mal V ist N mal K Boltzmann mal Temperatur. Also desto schlechter sozusagen wird diese Näherung, dass der Druck linear steigt mit der Stoffmenge, die ich da reinstecke, wenn die Temperatur konstant bleibt. Warum? Weil Moleküle an sich Platz brauchen. Die lassen sich nicht beliebig eng packen. Die mögen sich gegenseitig nicht. Und dieses Drücken, dass man die doch überreden muss, nah zusammenzugehen, das bezahlt man mit nutzlosem Druck, den man aufbauen muss. Und dementsprechend muss man da einkalkulieren, dass man versus dieser idealisierten 50% mehr eher so 10% Verlust hat. Also wenn man mal annimmt, dass in einer 300-Bar-Flasche eine Stoffmenge ist, die in dieser linearen Rechnung 270 Bar entsprechen würde, da ist man näher bei der Wahrheit. Aber es ist halt immer noch etwas mehr oder nennenswert mehr als in der 200-Bar-Flasche. Da gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, die 200-Bar-Flasche überfülle ich, aber okay, das kann man sich dann immer hin und her rechnen irgendwie. Aber die andere Seite ist die, es kam ja auch im Chat schon ein paar Mal auf. Häufig kriegt man 200-Bar-Flaschen, die irgendwie bei 230 Bar warm abgeschaltet wurden und dann kühlt es runter. Also das ist alles so Diskussionen, die man machen kann. Es ist mehr Gas als in der 200-Bar-Flasche. Die Frage ist, will man dieses mehr an Gas? Bringt das einem gerade was? Und aber vor allen Dingen aus meiner Sicht, wie kommt man mit dieser Gewichtsthematik klar? Das finde ich wichtiger als diese Gasmengendiskussion. Gut. So. Ja, kommt da in das Verhältnis wird schlecht. Muss man aber auch so ein bisschen aufpassen, Frank. Das ist auch so ein Thema immer, weil die Stoffmenge ändert sich ja nicht dadurch, dass der Druck sinkt, wenn es abkühlt. Ne? Das Absinken des Drucks beim Abkühlen ist ja eben dieses ideale Gasgesetz. Die Stoffmenge bleibt ja gleich. Aber so, also so und so. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es wesentlich wichtiger, diese Frage der Gewichtsverteilung. Und wenn man dann sagt, man kommt mit dieser Gewichtsverteilung gut klar im 300-Bar-System, ist ein tolles Argument. Man kriegt ein bisschen mehr Gas noch gratis dazu. Ne? So, okay, dann noch eins weiter. Und ja, okay, wir sind genau am richtigen Punkt. Da können sich alle streiten, ob 200, 300 Bar besser sind. Also, ich habe keine 300-Bar-Flaschen. Ja, weil wir oft an den Seen weit latschen müssen. Ne? Und dann überlegt man sich da schon, wie schwer das schwerste Einzelstück ist tatsächlich. Aber kann man schon auch andererseits manchmal denken, also im Trocki, im Winter, flacher Tauchgang, Monoflasche, ist 300-Bar-Flasche wirklich auch nice, weil das halt schon so ist, dass man dieses zusätzliche Gewicht verwenden kann und es sehr viel schlechtere Orte am Taucher gibt, als in der Flasche das unterzubringen. Das muss man halt auch so sagen.